Herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Sehr geil, dass ihr wieder mit am Start seid hier zu einem weiteren Gothic Community React. Auch heute reagiere ich wieder auf interessante, spannende und für mich neue Videos der Community rund um Gothic. Wer hätte es gedacht? Und vorab, wie immer, der Hinweis: Schaut in die Videobeschreibung, dort findet ihr alle Videos zu allen Content-Creatern. Und ja, lasst dort überall ein Like und ein Abo da. Und ich würde sagen, schnacken wir nicht lange drum rum. Wir beginnen mit dem ersten Video. Das erste Video ist, wie ihr unschwer sehen könnt, vom guten Kurines Pictures und guten Windier. Der Scavenger, Abenteuer, Wildnis, Kurines, Gothic-Dokumentation, Gothic-Sketch. Ich bin sehr gespannt. Ich erwarte eine spannende und interessante Tier-Doku. Jetzt geht's zur Sache. Mit Hannah Nature Channel, sehr gut. Massive Berge. Verwunschene Täler. Mystische Wälder. Und weite Felder. Also für eine Tierdoku ist das jetzt schon ziemlich episch aufgezogen. Die Tierdokus, die ich so kenne, da wird eher in ruhigeren Tönen gesprochen, um halt diesen Aspekt von, ja, wir beobachten die Tiere in der Natur, zu unterstreichen, so ein bisschen so, wie nennt man das hier, Tier, Zoo und Co. oder irgendwie so ähnlich, was so meine Großmutter immer geguckt hat, so diese Tiersendung über Zoos oder Tiere in freier Wildbahn. Aber mal gucken, ich lass mich überraschen. Wir leben auf einer Insel, die eine atemberaubende Vielfalt an Tieren und Pflanzen bietet. Entdecken Sie die großen und kleinen Bewohner der Wildnis. Erforschen Sie unentdeckte Geheimnisse der Natur. Und tauchen Sie ein in die faszinierende und facettenreiche Welt. Erleben Sie die Wildnis von Kurines Hauptmann in Abenteuer Wildnis Kurines. Ah, okay, das ist halt ein Intro jetzt gewesen quasi für eine Serie. Also da wird's mehrere Folgen geben. Ich habe schon gesehen, es gibt schon eine zweite Folge über die Schattenläufer. Also bin ich sehr gespannt, was da jetzt kommen mag. Ich habe das auch schon in eins der zukünftigen Reacts mit schon reingeschrieben. Ja, Abenteuer Wildnis Kurines präsentiert von Drax, dem Jäger. Los geht's. Die Natur bietet eine facettenreiche Vielfalt an Tieren und Pflanzen. Viele davon sind noch vollkommen unerforscht. Wie er sich dabei am Sack gekratzt hat. Ich bin Drax, der Jäger, und ich nehme Sie mit auf eine Reise durch die Natur von Kurines. Wir werden die Tiere und Pflanzen unserer schönen Heimat betrachten und erforschen. Sie sind für Vögel außerordentlich groß. Sie haben kräftige Beine und einen spitzen Schnabel. Sie leben nicht wie die meisten ihrer kleineren Verwandten in Baumgipfeln, sondern in Waldlichtungen, auf Wiesen oder Feldern. Die Rede ist natürlich von Scavenger. Wer auf der Insel umherreist, aber keinen Scavenger zu Gesicht bekommt, der hat wohl irgendwas falsch gemacht. Denn diese Laufvögel kommen recht häufig vor. Obwohl sie eigentlich in kleinen Rudeln von mindestens 2 oder 3 Exemplaren leben, kommt es schon mal vor, dass Scavenger auch Einzelgänger sind. Bei mir im Odyssey Let's Play, was ich gerade noch am Start habe, da gibt's so eine Stelle auf Athanos, da sind einfach auf einem Haufen so 20, 25 Scavenger, völlig übertrieben, weil er jetzt hier gerade 2, 3 Stück pro Rudel gesagt hat. Das stimmt auch so, in Kurines ist es so, wenn man jetzt Gothic 2 normal spielt oder vielleicht mit einer kleinen Mod, aber ja, also auf Athanos ist es natürlich alles ein bisschen anders. Sie leben hier auf der Insel hauptsächlich im Umland von Kurines oder der Höfe. Doch man kann sie auch im Minental antreffen. Ja, das ist schon ein ziemlich großes Rudel hier, ne? Also das sind jetzt schon 3, 4, 5, 6, 7, 8 mindestens. Vielleicht habe ich sogar welche übersehen, die sich hier gerade zu fressen aus dem Boden picken. Aber das ist schon ein ziemlich großes Rudel. Wo ist denn das hier gerade? Ich überlege. Das könnte hier bei der Burg, da hinten ist, glaube ich, ein Teil der Burg zu sehen hier. Ah, ich glaube, ich weiß, welche Stelle das ist. Ja, genau, das ist hier da hinten, also wenn man jetzt hier den Weg hier lang gehen würde, dann würde man quasi zur Ramme kommen. Glaube ich. Hier kommt man zur Ramme und wenn man jetzt die Kamera einmal komplett drehen würde, dann würde man den Fluss sehen und oben das Gebirge, wo der Pass ist. Antreffen. Sie ernähren sich hauptsächlich von dem, was sie so auf der Erde finden. Das kann alles Mögliche sein. Würmer, Schnecken, kleine Käfer und so weiter.
Doch sie sind zugleich auch Aasfresser und leisten somit auch einen wichtigen Beitrag zum sensiblen Ökosystem. Die natürlichen Feinde des Scavengers sind, mal von uns Menschen abgesehen, noch Blutfliegen, Snapper und Wölfe. Ja, das ist auch immer so eine geile Sache. Ist gut, dass er das hier aufgreift, weil Gothic 1 war ja damals schon ziemlich unique, als es rauskam, weil halt auch die Natur untereinander, also die Tiere auch untereinander in der Natur gekämpft haben. Das ich hab als Kind immer gedacht, das ist ein Bug, das soll nicht so sein, aber es ist tatsächlich so, dass Blutfliegen und Scavenger hat man in der Kolonie des öfteren Mal gegeneinander kämpfen sehen, auch mit Wölfen und so. Also es ist schon sehr interessant. Ich meine, das hätte Piranha Bytes damals nicht machen müssen. Die hätten doch das einfach verzichten können, hätte das heute niemand als negativ angekreidet, glaube ich. Aber dadurch, dass sie es gemacht haben, dass eben Tiere auch untereinander Krieg führen, das ist so ein Merkmal, das merkt man sich halt auch einfach als Gothic-Spieler irgendwie, auch über die Jahre noch hinweg. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich habe schon ein paar Rollenspiele gespielt, mir fällt gerade kein anderes Spiel ein, wo die Tiere untereinander sich platt machen. Also ich überlege gerade irgendwie so Universum The Witcher oder so, aber da wüsste ich jetzt gerade nicht, dass sich da Viecher gegenseitig platt machen. Aber gut, korrigiert mich im Zweifel in den Kommentaren, aber das ist wirklich auch ein sehr gutes Detail, dass er das anspricht. Für diese sind sie in der Regel leichte Beute. Es sei denn, das Rudel hält zusammen gegen den jagenden Feind. Scavenger sind im Normalfall nicht aggressiv, wenn man sich ihnen nähert. Geben sie einen lauten Schrei von sich, der als Warnung dient. Erst wenn man diesen Schrei ignoriert oder sich weiter nähert, greifen die Laufvögel an. Ihr Fleisch ist außerordentlich wichtig für die Entschuldige, ich muss einfach nur gerade lachen. Guckt euch mal diesen völlig geistesabwesenden Blick von Drax an. So das eine Auge guckt in eine Richtung, das andere in die andere Richtung. So. Man könnte denken, der fährt gerade einen totalen Film. Oder ist gerade heftig auf Droge, guckt auch nicht in die Kamera, guckt zu einer Kamera vorbei, so in den Himmel, so, oh, ich bin gerade so weg, Mann. Ich weiß nicht, so kommt mir das gerade vor. Mittelversorgung, weshalb diese Tiere gerne und häufig... Ah, okay, er hat auf den Spieß geguckt, wahrscheinlich, ja gut. Dann interpretieren wir es mal so, also er hat auf den Spieß geguckt. Versorgung, weshalb diese Tiere gerne und häufig auch von Menschen gejagt werden. Eine andere, eng verwandte Art des Corinne Scavengers hat sich auf dem Festland entwickelt und etabliert. Die dortigen Exemplare geben besagten Schrei nicht von sich, sind zudem rot gefedert und wirken ein wenig kleiner. Aber das Festland interessiert uns hier nicht. Hier geht es um Corinnes. Jenseits der Berge... Gut, ich wollte gerade sagen, hoffentlich vergisst er die Grasland-Scavenger nicht. ...im Tal der Erbauer hat sich der Scavenger an die dort vorkommenden Biotope angepasst. Die Art, die dort vorkommt, nennt sich Grasland-Scavenger. Sie ist größer, stärker und hat das saftige Grün der dortigen Urwälder in der eigenen Hautfarbe aufgenommen. Eine perfekte Tarnung. Ja, wobei ich sagen muss, ich weiß gar nicht, ich meine das mal in irgendeinem Interview gelesen zu haben, in irgendeinem Piranha Bytes Interview hieß es, nach Gothic 1 wurde Piranha Bytes ja in zwei Teile gesplittet. Ein Team hat quasi an Gothic 2 gearbeitet, ein anderes Team hat am Sequel gearbeitet. Und diese Grasland-Scavenger sind zum Beispiel noch ein Überbleibsel aus diesen Sequel-Arbeiten. Also, ich meine gelesen zu haben, ich weiß nicht, ob es ein Interview mit Björn war oder mit Mike Hoge, ich weiß es nicht mehr 100%. Wenn ich es jetzt suchen würde, würde ich es auch garantiert nicht mehr finden. Aber vielleicht hat ja der eine oder andere von euch auch dieses Interview gelesen. Wie gesagt, ich meine gelesen zu haben, dass diese Grasland-Scavenger, die waren mal ursprünglich fürs Sequel gedacht. Dann wurde das Sequel ja verworfen und dann hat man diese Grasland-Scavenger einfach in Jakinda integriert. Ich glaube, dass das auch für diese Fangheuschrecken gilt. Aber bei den Grasland-Scavengern bin ich mir zu 99% sicher, da mal was gelesen zu haben, dass die halt ursprünglich beim Sequel geplant waren, aber dadurch, dass das Sequel abgeschafft wurde, man wollte die Grasland-Scavenger nicht verwerfen, hat man die einfach in Jakinda dann eingebaut. Die Grasland-Scavenger haben, ähnlich wie die Festland-Scavenger, den Warnschrei abgelegt und lassen lediglich einen grummelartigen Laut erklingen. Ja, ich würde das jetzt eigentlich schon als Warnschrei etablieren, dass der Sound jetzt natürlich anders klingt, okay. Aber ein Warnschrei ist es ja in dem Effekt für mich trotzdem. Die liegt vermutlich daran, dass es dort weniger natürliche Fressfeinde gibt.
Stimmt, in Jakinda, wenn ich mal so drüber nachdenke, die Grasland-Scavenger, die kabbeln sich eigentlich nicht mit den dortigen anderen Tieren. Also die Fangheuschrecken nicht, Plüffling, gut, gibt's da im Sumpf ziemlich viel, aber da begegnen die sich irgendwie nicht so oft. Genauso mit Wölfen, da sind die eher separiert. So mit anderen Tieren kabbeln die sich eigentlich nicht, diese Grasland-Scavenger, das stimmt schon. Das ist mir auch schon aufgefallen, dass da eher ruhiger ist. Der Scavenger hat das Landschaftsbild von Corinis maßgeblich geprägt und gestaltet. Er ist heute nicht mehr von der Insel wegzudenken. Nicht zuletzt erfreut sich dieser Laufvogel einer großen Beliebtheit und bildet fast schon eine Art inoffizielles Wappentier für viele Bewohner und Fans. Ein faszinierendes Tier, welches den Wäldern, Wiesen, Feldern und Tälern der Insel eine extra Portion Charme verleiht. Wisst ihr, was mir gerade mal so auffällt? Es kam ja vor einiger Zeit dieses erste Artwork vom Gothic Remake raus, wo halt dieser Scavenger halt präsentiert wurde. Und der Remake Scavenger, und da hatte oft oder viel Kritik einstecken müssen, dass der halt so eine maskenartigen Kopf hatte. Aber guckt euch mal diese Scavenger an hier. Bei denen wirkt es halt fast genauso. Also der Kopf wirkt wirklich so, als ob da eine Maske aufgesetzt wurde. Hier, guckt euch das mal an, hier sieht man es ganz gut. Na, der untere Teil ist irgendwie grau, man könnte denken, dass dieser weiße Teil hier, dieser hornartige Teil, wie so eine Art Maske ist, der aufgesetzt ist, und darunter ist noch so eine graue Haut irgendwie, wirkt das, ne? Also ich kann mich an viel Kritik erinnern, als dieser Scavenger rauskam vom Remake, dass da viele gesagt haben, ja, der Kopf sieht ja aus wie ein Helm oder wie eine Maske und so, völliger Quatsch. Aber hier sieht man es eigentlich ganz gut, genauso wie dieser Rückenpanzer, selbes Spiel, ja. Naja gut, wollte ich einfach nur kurz nochmal anmerken. Ein faszinierendes Tier, welches den Wäldern, Wiesen, Feldern und Tälern der Insel eine extra Portion Charme verleiht. Und ja, weil er gerade sagte, auch als Wappen gilt, ne? Corinus Pictures hat ja den Scavenger quasi auch als Wappentier auf seinem YouTube-Kanal. Name ist Rex. Das war's mit dieser Episode von Abenteuer Wildnis Corinus. Hat euch die Folge gefallen? Über welches Tier oder welche Pflanze würdet ihr gern mehr erfahren? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns! Ja, also da ich weiß, dass ja die zweite Folge schon mit einem Schattenläufer ist, weiß ich nicht, ob das jetzt, brauche ich jetzt hier, glaube ich, nicht so mal was schreiben, aber Windir, wenn du das siehst hier, ich würde mir gerne einen Beitrag über die Harpie wünschen. Wobei, Harpie ist ja eher Monster und kein Tier in dem Sinne. Ich glaube, das würde für das Format nicht so gut funktionieren. Dann würde ich mir gerne einen Beitrag über den Orkhund wünschen. Ja, der Orkhund. Ne, man hat ja Waage, man hat Wölfe, man hat die Orkhunde, da gibt's ja schon auch einen gewissen Unterschied. Von daher, hier, ich wünsche mir einen Beitrag über den Orkhund. Ja, aber tolles Video. Ciao! Ciao, Drax. Sehr schön. Ja, das war cool. Ist eine coole neue, ein cooles neues Format. Ich hoffe, das setzt sich durch. Ich hoffe, da kommen noch ein paar Folgen von. Hätte ich Bock. Sehr cool gemacht. Windir, Grüße gehen raus. Abonniert alle Corinis Pictures. Der Junge hat bald 10.000 Abonnenten. Es wird langsam mal Zeit, dass da jetzt noch die restlichen knapp 600, 700 noch dazukommen. Ja, bin ich gespannt auf die zweite Folge, die dann in einem kommenden React dann quasi behandelt wird. Jetzt kommen wir zu einem Video, wo ich extrem gespannt bin. Es heißt Gothic Held in Portal. Portal ist ein Spiel, ich habe das nie gespielt. Ich kenne aber Videos daraus. Es ist so ein Teleportationsportalspiel halt, ne? Und Evil 7 hat ein Video erstellt, wo der Gothic Held in Portal ist. Ich bin extrem gespannt, wie er das gemacht hat. Ich meine, wir wissen ja schon, er hat da schon krasse Sachen mit Gothic 3 gemacht, mit dem Helden. Aber da bin ich jetzt mal wirklich echt gespannt, was da jetzt kommt. Schauen wir rein, 4 Minuten. Ich stehe auf diese ganze Scheiße. Ich auch. Uah. Ein neuer Tag und nichts. Moment mal. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Wenn ich die Szene schon sehe, Alter. So geil, Mann. Wir gelandet. Haben mich die Gardisten weggeschleppt, als ich geschlafen habe? Wobei, nee, doch, wenn ich kurz drüber nachdenke, ich glaube doch, dass ich einmal kurzzeitig mal Portal 2 gespielt habe, aber nur für einen Abend mit einem Kumpel, wo ich das mal angetestet hatte, aber es hat mir irgendwie nicht so gefallen. Aber gut, bis jetzt, Intro holt mich schon mal ab. Diese Mistkerle. Lass mich raus.
Wo kommt diese Musik her? Oh, wie er sich umguckt. Hm, da drüben. Ich sehe aber gar keinen Musiker. Wohl in Extremo auch hierher geschleppt, oder was? Es kommt aus diesem Ding. Aber wie kommt da Musik raus? Wurde etwa ein armes Schwein geschrumpft und da drinnen eingesperrt? Diese verfluchten Magier. Warte, ich helfe dir. Ups. Hoffe, das hat keiner mitbekommen. Diese Wände sind fast unsichtbar. Interessant. Die müssen magischen Ursprungs sein. Und was ist das? Sieht nach einem sehr interessanten Kochtopf aus. Da ist sogar noch etwas Suppe drin. Riecht aber etwas streng. Nein. Oh nein, nein, nein. Sogar mit Stückchen. Boah, oh Mann, warum? Das musste doch jetzt echt nicht sein, oder? Bah. Hm, schmeckt gar nicht mal so gut. Hello, and oh, wer spricht again, da? Welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. Alter, ich kann kein Englisch. For your own safety and the safety of others, please refrain from... Por favor, por donde fallan muchas gracias. Na klasse, ich werde wohl nie rausfinden, wo ich hier stecke. Mann, wie bin ich nur hierher gekommen? Ich sollte nächstes Mal vielleicht nicht so viel trinken. Es kann auf jeden Fall kein Ort in der Kolonie sein. Viel zu sauber. Hallo und erneut willkommen im Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. Ah, da bist du ja wieder. Jetzt kann ich dich auch verstehen. Muss aber zugeben, dass du dich vorher besser angehört hast. War das nötig? Naja, schlechter Scherz. Bitte geh nicht wieder weg. Ich habe so viele Fragen. Ja, brauchst du etwas? Wo bin ich hier? Wer hat mich hier eingesperrt? Wer bist du? Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Zoe, das letzte ist mir nur so rausgerutscht. Das Enrichment Center erkennt ihr Recht auf Fragen an. Oh nein, schon wieder die Turbinen. Ich muss gehen. Warte. Hier die schnelle Version. Bitte, falls du Fragen hast, stell dir das, was ich gesagt habe, einfach Zeit, du bevor. Test auf eine Gefahr, ich bin gleich zurück. Was? Ich hab kein Wort verstanden. Ich auch nicht. Aber ist das in Portal so, dass man so startet in so einer Kabine und dass da irgend so eine Stimme spricht? Ich habe keine Ahnung, ich habe Portal, wie gesagt, nie gespielt, also den ersten Teil zumindest nie. Und an den zweiten kann ich mich auch nicht wirklich dran erinnern, dass es sowas gibt. Ich weiß, dass es da keine richtigen NPCs gibt und das ist ja an sich auch kein Rollenspiel, das ist eher so ein Rätsel-Adventure-Nachdenkspiel. Ich weiß nicht, kann man das als solches bezeichnen? Wie gesagt, hier wird's wahrscheinlich, in dem Video wird's aber wahrscheinlich viele Anspielungen geben, mit denen ich nicht so viel anfangen kann. Hallo? Ach Mann, was soll der Scheiß? Lasst mich raus hier! Das Portal wird sich öffnen und die Notfalltests beginnen in 3, 2, 1. Notfalltests? Portale? Bei Belias Namen, wo bin ich hier gelandet? Bei diesem Test gelten die Prinzipien der Fortbewegung durch Portale. Sollten die physikalischen Gesetze in der Zukunft nicht mehr gelten, so helfe ihn Gott. Was sind physikalische Gesetze? Und welchen Gott meinst du? Hallo? Ach. Boah. Was? Das ist ja echt krass. Ich bin da. Aber ich bin auch hier. Ganz schön abgefahren. Das ist so krass gemacht, dieses Video. Wirklich, ey. Das ist so Next Level Shit, ey. Wahnsinn. Soll ich es wagen? Hm. Ach, scheiß drauf. Besser als in dieser Zelle mit der schlecht riechenden Suppe zu versauern. Boah. Oha. Das ist schon echt abgefahren. Sonst kommt bei einem Portal immer ein Ladebildschirm. Okay, die Leute vom alten Lager können echt nicht dahinter stecken. Nur das berauschende Sumpfkraut der Sektenspinner kann solche Halluzinationen auslösen. Scheiße. Warum brennt meine Hand? Weg da. Ora. Alter. Boah, das ist so gut gemacht. Das ist so gut gemacht. Also ohne jetzt hier irgendjemanden blöd dastehen zu lassen, aber... Es gibt so viele Kanäle auf YouTube, die halt so Gothic-Content produzieren und... Okay, ich lasse erstmal kurz den Rest des Videos durchlaufen, ist ja noch nicht fertig hier. War ich das? Oh, ich habe jetzt sogar die Farbe gewechselt. Wow, das ist so krass. Das ist echt einfach. Fast so wie Steine werfen. Das hier muss ein Traum sein. So coole Sachen kann ich doch eigentlich gar nicht. So, jetzt aber raus hier. Das ist so abgefahren. Also, was ich gerade sagen wollte, es gibt so viele YouTube-Kanäle, die
so krassen Kram produzieren, Sketche und Musikvideos und alles mögliche, also ne, Corinus Pictures, Jorgensen, Jules, ich würde mich da auch nicht rausnehmen, ne, produzieren alle coole Sketche, unterhaltsam, die einen mehr, die anderen weniger, aber das, was Evil mittlerweile macht, das ist einfach nicht mehr vergleichbar, also das ist wirklich, ich habe mir auch diesen 20. Geburtstag hier, das hier hatte ich mir angeguckt, gottlos, mit den Kamerafahrten und alles, das ist so krass, also Evil, wir hatten auch mal gequatscht und da hat er mir auch diese Mod mal gezeigt, so eine russische Mod, mit der man halt auch so krasse Kamerafahrten machen kann und alles und ach, vom Niveau her sind Evils Sketche so weit voraus, der Dude lebt quasi schon in 2030, was die Niveaus der Sketche angeht, also ohne das jetzt schleimend klingen zu wollen, aber es ist einfach so von der Qualität der Produktion, der Inhalte, das ist einfach so ein Next Level. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, was Gothic Sketche angeht, ist Evils Kanal der beste im deutschsprachigen Raum. Also ich, prove me wrong, ne? Also es gibt sicherlich viele, die noch auch coole Sketche machen. Schickt die mir gerne ein, schickt mir die Links auf Discord gerne, gucke ich mir gerne alles an. Aber was ich gerade sagen kann, so was Sketche angeht, ist Evils Kram, einfach so ein Next-Level-Shit. Wirklich, also ich habe das auch in den letzten Reacts schon gesagt, aber ich werde nicht müde, das zu sagen. Und der ballert einen Content raus, wirklich jede Woche gefühlt ein Video. Also die nächsten 3 Reacts sind schon geplant und in jedem ist wieder ein Video von Evil drin, weil er schon mehr produziert, als ich aufnehmen kann mit Reacts. Das ist Wahnsinn einfach, also. Ja, was soll ich sagen? Krasses Video, mal wieder. Ja, als nächstes haben wir eine Premiere von einem Content-Creator namens Umut Reh. Der hat ein Video gemacht vor einiger Zeit, das Video heißt Greg möchte auf die Grand Line, ich denke, das heißt so, oder Grand Line, ich weiß nicht, Gothic Peace. Ich glaube, es ist eine Anspielung an One Piece, wenn ich den Titel jetzt so sehe, ich kenne One Piece nicht, also doch, ich kenne One Piece, aber ich habe es nie geguckt, ah, ich weiß, ja, scheltet mich. Das ist ein sympathischer Dude, ich habe mal bei ihm auf Twitch vorbeigeguckt, netter Kerl, der Gothic-Content produziert und ja, ich schaue mir jetzt mal diesen Sketch von ihm an hier, 1,50 geht der und wer weiß, wenn euch das gefällt, dann werde ich da vielleicht in Zukunft auch mehr Sachen von ihm reacten, er hat damit kein Problem und ja, ich würde sagen, gucken wir einfach mal rein. Vor einiger Zeit machten sich einige Piraten auf dem Weg, sich das große Gold zu schnappen. Diesem Beispiel folgten auch Captain Craig und seine Bande. Das ist er, Captain Craig. Na, wo ist denn nun diese Grand Line? Wo ist sie denn bloß? Es scheint ein Problem zu geben. Das wird Ihnen gar nicht gefallen, Captain. Wir haben irgendwie keinen Wind mehr in den Segeln. Was? Ich geb dir gleich keinen Wind. Alle Mann an die Ruhe. Hier wird nicht gepennt, klar. Ich will auf diese verdammte Grand Line. Mir egal, wie erschöpft ihr seid. liegt einfach random so ein Typ im Hintergrund. Der noch so einen Zoom bekommen hat. Grand Line. Mir egal, wie erschöpft ihr seid. An die Arbeit. Vielleicht ist es ganz gut, dass wir nicht auf die Grand Line kommen. Was? Wie der Instant jetzt auf einmal neben ihm stand. Entweder ist es ein Filmfehler oder ist es so geworden. Nicht auf die Grand Line kommen. Was? Wie war das? Ich hab gehört, da herrscht gerade so ein Pirat namens Kaido. Kaido? Ist der Kerl etwas schlimmer als Raven? Wohl kaum. Ich hab gehört, er sei von 10.000 Metern gesprungen. Und hat keinen Fallschaden bekommen. Oh. Oh. Wir werden auf Instagram, werden mir gerade so viele Memes gezeigt mit diesem oh. Und ein Kumpel von mir, wir machen da die ganze Zeit auch Späße darüber, das ist einfach ultra witzig, sowas, so stumpfer Humor, das holt mich einfach ab. Hier, Captain, sein Steckbrief. Wanted, dead or alive, Kaido. Das ist ein dickes Zümmchen, was hier ausgesetzt wurde. Ich kann das untere leider nicht lesen, das ist ein bisschen klein. Ach, wisst ihr was? Unser Jakenda ist auch ganz schön. Unser Jakenda ist auch ganz schön. Lass uns zurückfahren und eine Runde saufen.
Jawohl. Ei, ei, ei. Nun, damit endet wohl die Geschichte der Piratenbande. Jetzt liegen hier schon zwei rum. Und sie werden nie auf Kaido treffen. Oder vielleicht doch. Aber ich find's gut, dass er da auch so Stimmen reingenommen hat, auch aus dem Witcher-Universum. Ich glaube, Geralt hat das Ganze ja auch gesprochen. Und es gibt ja im TTS-Tool gibt's ja auch diese Pirate-Voice-Lines, die man da halt quasi drunter legen kann, dass die ganzen Stimmen wie Piratenstimmen halt klingen. Finde ich auch cool, da hat er gut gemacht hier. Was, wie komme ich hier bloß wieder runter? Echt so, das ist eine gute Frage. Weil wie groß diese Reling ist, finde ich übertrieben. Ja, geil gemacht, Umut Reh, witziger Sketch, 2 Minuten, ich habe mich hervorragend unterhalten gefühlt. Klar merkt man halt jetzt noch, er hat jetzt wahrscheinlich noch nicht so viel Übungen drin, so Sketche zu machen. Aber es ist ein Anfang, ich habe mich super unterhalten gefühlt. Ich bin sehr gespannt, ob da noch mehr Sketche kommen. Ich hätte Bock drauf und ja, wie gesagt, Link auch zu Umut Reh in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ich spreche es überhaupt richtig aus, Umut Reh. Und lasst gerne mal ein Abo da und folgt ihm auch gerne auf Twitch. Da streamt er regelmäßig auch Gothic. Und ja, cooles Video. Ich bin gespannt auf mehr. Ja, und last but not least haben wir heute noch ein Video von Grey 2. Ein sehr spannendes Video. Ich bin sehr gespannt, was uns jetzt erwartet. Also es ist kein witziges Video, glaube ich. Es ist bestimmt ein interessantes Video. Das Video heißt, diese Animation kannte ich noch gar nicht. Gothic 1, Grey 2. Kam vor einiger Zeit schon raus, haben bestimmt schon die meisten von euch gesehen. Falls nicht, wie gesagt, Videobeschreibung, schaut's euch an. Ich bin gespannt, was jetzt hier kommt. Geht 2 Minuten 30. Ich gehe jetzt davon aus, es ist eher so ein Erklärvideo und kein Sketch. Also ich bin jetzt gespannt, was er uns jetzt für eine Animation zeigt. Hey Leute, mir ist gestern etwas aufgefallen, was mich doch echt so sehr erstaunt hat, dass ich das heute direkt mal mit euch teilen will. Normalerweise sieht es für uns Spieler ja so aus, wenn wir die Herzen der Ork-Schamanen hier in den Schreinen durchstoßen. Ein uns gewohntes Bild also. Jetzt sehen wir uns das Ganze aber mal aus einer anderen Perspektive an. Achtet jetzt besonders mal auf den Schläfer. Krass, oder? Oh, yo! Ey, wie geil ist das denn? Krass, oder? Der Schläfer hat doch tatsächlich eine eigene Animation dafür, wenn eines der Herzen durchstoßen wird. Ich war da gestern echt so baff, ich hab das noch nie gesehen. Echt? Ich auch nicht. Das kann ich ja auch noch nicht. Wobei, stopp, es gibt in der Animationsliste, die ich hab, gibt's ich meine, dass ich irgendwas mit Sleeper gesehen hatte, aber das ist ja, also gesehen, jetzt so live in Aktion im Spiel habe ich das auch noch nie. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass ich Gothic ziemlich gut kenne und daher ist das wieder einmal ein so gutes Beispiel dafür, dass Gothic auch jemanden wie mich nach über 20 Jahren noch überraschen kann. Ja, das sage ich auch immer. Also es ist wirklich so, in gefühlt jedem Spieldurchlauf von Gothic 1 finde ich irgendwas, was mir noch nicht bekannt vorkommt. Und das zählt definitiv auch dazu. Also ich würde auch von mir behaupten, dass ich jemand bin, der Gothic 1 und auch Gothic 2 ziemlich gut kennt. Aber das kannte ich auch noch nicht. Und wie viel Liebe Piranha Bytes damals auch noch in die Spiele gesteckt hat. Ich denke... Okay, das klang jetzt schon nach einem ziemlichen Seitenhieb an die heutigen Produktionen von Piranha Bytes. Vielleicht hat er es auch nicht so gemeint, aber ich als Hörer, als neutraler Hörer, hätte das jetzt als ziemlichen Schuss gegen Piranha Bytes verstanden. Diese Liebe zum Detail lässt sich hier dahingehend begründen, dass der Schläfertempel eine der ersten Locations war, die gebaut wurde und demnach eben auch wenig Zeitdruck herrschte. Warte mal, das muss ich mir jetzt nochmal anhören. Begründen, dass der Schläfer Piranha Bytes damals auch noch in die Spiele gesteckt hat. Ich denke, diese Liebe zum Detail lässt sich hier dahingehend begründen, dass der Schläfertempel eine der ersten Locations war, die gebaut wurde und demnach eben auch wenig Zeitdruck herrschte. Okay, das wüsste ich jetzt nicht, aber da hätte ich gerne mal eine Quelle dazu. Gibt's irgendein Interview, wo das bestätigt wurde, dass der Schläfertempel eine der ersten Locations waren, die existierten im Spiel? Das würde ich gerne mal wissen. Weil das wäre jetzt zum Beispiel auch eine neue Information für mich. Ich würde jetzt hier nicht Grey 2 vorwerfen, dass das jetzt irgendwie ausgedacht ist oder so. Es gibt sicherlich eine Quelle dafür. Postet das gerne mal in die Videobeschreibung oder schreibt mir das gerne mal auf Discord. Oder schreibt mir gerne in die Kommentare, wo diese Information herstammt. Das würde ich gerne mal wissen.
Im Grunde wollte ich euch auch nur das zeigen, aber jetzt war ich eh schon mal hier und da dachte ich mir, dass ich euch direkt noch den magiewirkenden Schläfer zeige. Bei vielen greift der Schläfer ja leider gar nicht an, was den ganzen Endkampf ziemlich unspektakulär macht. Das hatte ich noch nie erlebt. Also das hatte ich wirklich, glaube ich, in keinem Spieldurchlauf, in keiner Mod. Nirgends habe ich das erlebt, dass ich den Schläfer ohne Gegenwehr beseitigen konnte. Also vom Schläfer selber, ne? Dass die Dämonenlords da spawnen und dass die Templer da kämpfen, schon klar. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenken müsste, ich meine, keinen Spieldurchlauf gehabt zu haben, wo ich das nicht hatte. Das wäre mir jetzt auch neu. Wie man hier sieht, machen die Feuerbälle das Durchstoßen der Herzen nämlich auch direkt viel kniffliger. Außerdem sieht das, finde ich, echt cool aus, wie der Schläfer da so Feuerbälle aus dem Maul schießt. In dem Gothic-Tagebuch von Matthias hat das ja auch nicht funktioniert und ich weiß jetzt auch gar nicht, Matthias, ob du das dann überhaupt schon mal gesehen hast, wie das eigentlich aussieht mit dem Endkampf. Deswegen, falls du das noch nicht gesehen hast, hier auch für dich. Matthias ist hier Detailliebe meines Wissens nach. Was natürlich auch ein bisschen komisch ist, ist halt auch die Tatsache, dass der Schläfer halt die Feuerbälle durch die Schreine durchschießen kann. Ist also, finde ich persönlich jetzt nicht so geil. Klar, macht's natürlich schwieriger und bringt mehr Challenge rein, ist ja auch okay. Aber ziemlich unspektakulär macht. Ja, dass er da halt durch so einen Stein schreien, da halt so einen Feuerball durchschießen kann, das finde ich halt ein bisschen doof. Kampf ziemlich unspektakulär macht. Wie man hier sieht, machen die Feuerbälle. Hier, das, was ich meinte. Also, hätte man jetzt gesagt, der Feuerball kommt aus dem Herz raus. Okay, hätte ich gesagt, meinetwegen, alles klar. Bevor man das Ding durchsticht, kriegt man halt einen Feuerball aus dem Herz dort abgeschossen. Was der Schläfer kontrolliert oder so, keine Ahnung. Aber wir wissen ja, dass der Schläfer den Feuerball schießt und nicht das Herz. Das Durchstoßen der Herzen nämlich auch. Oder dieser Kopf, der vorne dran ist. Das wäre auch cool, wenn der einen Feuerball abschießt, bevor du das Ding halt hochschießt. Oder stellt euch mal vor, diese Köpfe an diesen Schreien würden regelmäßig Feuerstöße halt abschießen, die Köpfe hier. Und man muss quasi den richtigen Zeitpunkt abwarten, das Ding ranzugehen, sich davor zu stellen, das dann hochzuschieben. Weil sonst wird man halt vom Feuerball getroffen. Man muss also quasi so ein bisschen das abtimen. Das hätte ich auch cool gefunden, ehrlich gesagt. Die Stoßen der Herzen nämlich auch direkt viel kniffliger. Außerdem sieht das, finde ich, echt cool aus, wie der Schläfer da so Feuerbälle aus dem Maul schießt. In dem Gothic-Tagebuch von Matthias hat das ja auch nicht funktioniert und ich weiß jetzt auch gar nicht, Matthias, ob du das dann überhaupt schon mal gesehen hast, wie das eigentlich aussieht mit dem Endkampf. Deswegen, falls du das noch nicht gesehen hast, hier auch für dich, so sollte das eigentlich aussehen. Mit diesen schönen Bildern verabschiede ich mich auch schon. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr diese Animation bereits kanntet, würde mich sehr, sehr interessieren. Vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren, sowie auch die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst und natürlich auch eine Bewertung abzugeben. Vielen Dank. Das ist so cool. In diesem Sinne, auch vielen Dank fürs Zuschauen, alles Gute und was auch. Das ist so cool, dass der Schläfer so eine Schmerzanimation hat, wenn man so ein Herz durchstößt. Also ich bin auch gerade ein bisschen baff, muss ich sagen. Ich meine, ich kenne diese Animation aus der Endsequenz, da macht er die, glaube ich, auch. In dieser gerenderten Sequenz bringt er die auch, bevor der da in das Portal hintergezogen Kanal wird. Kanal zu abonnieren, sowie auch die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst und natürlich auch eine Bewertung abzugeben. Ja, genau. Ich glaube, diesen Move macht er halt wirklich in dieser Endsequenz, in dieser gerenderten. Zugeben. Vielen Dank. In diesem Sinne, auch vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute und pass auf deinen Rücken auf. Pass auf deinen Rücken auf. Ja, cool. Also, sehr interessant, wirklich. Das wusste ich auch noch nicht, kannte ich auch noch nicht. Sehr, sehr geil. Man lernt in Gothic immer wieder was Neues dazu. Geiles Video. Ja, damit sind wir auch wieder durch für das heutige React. Ich danke euch recht herzlich fürs Zusehen. Nochmals der Hinweis. Alle Links zu allen Kanälen, zu allen Videos in der Videobeschreibung. Schaut überall rein, lasst überall ein Like und ein Abo da, unterstützt die Content Creator. Und auch wieder der Hinweis, schickt mir gerne eure Videovorschläge auf Discord, was ich mir denn mal angucken soll. Und ja, die nächsten Reacts sind aber schon geplant. Könnt ihr gespannt sein. Ich bin's auch. Macht's gut, bleibt gesund. Bis zur nächsten Runde und ciao.